Stimmung hier bei uns im Kochstudio. Herzlich willkommen am späten Freitagabend hier im ZDF. Ja, und Sie wissen es, Köche sind Menschen der Vorbereitung. Sie hassen es, wenn Sie unvorbereitet in irgendwas hineingehen müssen. Und genau das wollen wir heute tun. Hier sind unsere Köche, die ein Überraschungsmenü kredenzen müssen. Kolja Kleberg, Horst Lichter, Nelson Müller, Alfred Kubeck und Mario Kotaska. Oh, Mario, das ist nicht überraschend. Ja. Schlimme Dinge. Schlimme. Das ist voll. Moin, moin. Alles spannend. Ja. Richtige Überraschung, die kommen sind. Servus. Mario, freu dich. Herzlich willkommen. So, wo stehst du denn überhaupt, Mario? Das ist schon mal gut, oder? Nein, 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 stopp. Finger weg, Finger weg, Finger weg, Finger weg. Pass auf, wir fangen vorne an. Wer steht denn vorne? Position 1? Ich bin hier. Du bist Kolja, ist unser erstes Opfer. Ich habe auch noch nicht geguckt. Schaut euch mal an, pass mal auf. Also, ihr mögt das nicht, gell? Wenn ihr so Überraschungsmenü kochen müsst? Es muss ja alles verkocht werden. Das ist so ein bisschen wie Sprung ins Schwimmbad und du weißt nicht, wie kalt das Wasser ist. Ja, genau. Oder hatte das in meiner Prüfung. Oder Sprung aus dem fliegenden Flugzeug und du weißt nicht, wie hart der Aufprall wird. Ja, ja. Ich hatte das in meiner Prüfung. Reicht schon, wenn man mit dir kocht. Gesellenprüfung nennt man es, ne? Gesellenprüfung. Ja. Gesellenprüfung musste man auch, gab es auch einen Warenkorb und man wusste nicht, was es gibt. Aber das ist eigentlich unrealistisch, ne? Weil als Koch weiß man ja immer eigentlich, was es gibt, oder? Na, eigentlich sollten wir ja die sein, die vorher wissen, was es gibt, bevor die Gäste wissen, was kommt. Ja, das denke ich schon. Hier ist also. Insofern Meisterprüfung auf ganz, ganz hohem Niveau und man hat dann einen Ruf zu verlieren. Pass auf, machen wir auf. Also Vorspeise, Kolja, was, eine Frage? Eine Sache sehe ich schon, hier guckt eine Gurke raus. Richtig. Vorspeise von Kolja Kleberg, der heute ausgestattet sein wird mit Tomaten, Mario sagt schon geil, Paprika, Gurke, Sahne, Toast, Eier und Wachteleier, Parmaschinken, Honig und Kokosnuss. Frischer Kokosnuss. Geht das? Geht das? Was ist das hier? Sahne? Sahne, ja. Das sieht auf alle Fälle toll bunt aus. Sieht bunt aus? Mhm. Das ist, dann kommen wir ein bisschen ratlos. Kolja schon, so ist es nicht. Ja. Schön. Kolja. Also besonders gespannt bin ich auf das, was ich selber mit der Kokosnuss noch nicht weiß, anzufangen. Ja. Haben wir einen Akkuschrauber? Die Frage ist, ob der Studioboden das aushält. Ne? Ja. Ich krieg das hin. Alle Zutaten müssen verkocht werden. Keine Zutaten werden untereinander getauscht. Und am Ende hätten wir natürlich auch noch gerne einen Namen für dieses wunderbare Gericht. Kolja, viel Spaß zunächst mal. Herzlichen Dankeschön. Dank. Auf Position 2 wird gleich stehen. Ein gewisser Horst Lichter, der... Ich habe aber gerade... ich muss weg. Ja. Ja, ich glaube, dass das ein guter Gedanke wäre, Horst. Ja. Jetzt pass auf. Ja, sehr schön. Birnen, Rucola, grüner Spargel, Walnüsse, Zimtstangen, Flusskrebse, Schokolade, also die gute, passt die dunkle. Passt doch sehr schön zusammen, ja. Ja, finde ich auch. Ja, bei Birnen und Schokolade... Ja, nee. Ne, da geht schon mal zwei Gerichte machen, oder was? Also Hauptgang und Dessert? Nee. Nee, aber zwei Gerichte, die irgendwie zusammenpassen, aber immer sozusagen ja, ja klar, der Zwischengang sind. Balsamico, Ingwer und Pecorino. Ja, Horst. Super. Schon eine Idee, Horst? Schon eine Idee? Ja, es gibt auf jeden Fall Salat. Ja. Neulich wieder gelesen, Salat ist völlig überbewertet, ist für Kanickel. Völlig überbewertet. Ja, aber es gibt trotzdem Salat. Ja. Ja, also ich glaube, ich werde einen Spargel-Rucola-Salat machen mit einem Walnuss. Also erzähle ich später. Komm, ja, ich freue mich drauf, Horst. Ja, vor allem auf die Krustentiere freue ich mich. Horst Lichter, meine Damen und Herren. So, und jetzt Nelson Müller, der... Ups, oh, Vorsicht. Nelson Müller... Ja, Nelson Müller mit Schweinefilet, getrockneten Tomaten, Cranberries sehen wir da, Calvados, weiße Bohnen, Staudensellerie, junge Kartoffeln, alte Semmeln vom Vortag. Ja. Wo sind die alten Semmeln? Ach da, das da, hier. Ja, vor dir. Pistazien und einen schönen Kräutermix haben wir noch für dich. Da geht aber was, oder? Ja? Geht eigentlich, und weil das mit den weißen Bohnen, ne? Ja, ist schon ein bisschen, ist schon wild, sagen wir mal ja, so. Ist. Ja. Wüst. Weiße Bohnen. Wie sagt Horst immer, da fliegt die Bettdecke. Ja, nicht nur das. Wenn du die alle gegessen hast, kannst du mit Eigengas nach Hause fliegen.
So. Haben wir unseren Zucker? Alfons. Oh, oh. Das ist schön. Hör mal, der Meister wieder hier. Jetzt pass mal auf. Alfons Schubeck, den wir sehr herzlich begrüßen nochmal, Alfons. Schön, dass du kommen konntest. Du magst es gar nicht, gell? Ja, ja, ich weiß schon. Ja? Den Durchgang. Ja, pass auf, ich lese dir mal vor. Also, Kabeljaufilet sehen wir hier, Granatapfel und Sirup. Das ist der Sirup, ne? Risotto, Reis, Schalotten haben wir da, Studentenfutter, Champagner, Parmesan. Das geht alles ganz gut zusammen, gell? Risotto, Champagner, Parmesan, Spinat, Chili und Zitronengras. Das ist machbar. Oder? Ja? Das ist ein bisschen schwierig. Aber gehen wir ran, die Nummer. Harte Nummer? Wir gehen die Nummer an. Entschuldigung, wir gehen die Nummer an, ja. Das ist, weißt du, wenn der Schubeck, wenn der, das Steffen Hensler sagte das neulich, wenn der am Morgen keine Ingwerknolle hatte, ist er übellaunig. Alfons, auf jeden Fall viel Spaß. Freuen uns auf einen schönen Namen. Magst du Kabeljau als Fisch? Ja, so, passt es. Passt. Das Einzige, also hier bin ich mir ziemlich klar, aber da... Das mit dem Studentenfutter, gell? Ja. Die ich Armen, ja die das essen müssen. Was? Aber ich werde es ein bisschen ausklauben hier. Du das pulverisieren. Genau, das habe ich mir gedacht. Gib das ein bisschen auf den Fisch oben drauf, röste das ohne Fett an. Granatapfelkerne könnte ich in Spinat reingeben. Das Risotto könnte ich hier dazu machen. Vielleicht gebe ich ein bisschen Safran dazu. Ja. Und zum Schluss ein bisschen Käse drauf. Chili kann man mit reinarbeiten. Ein Traum. Na, noch ist der Traum nicht perfekt. Ja. Perfekt. So. Und Mario. Da geht auch einiges. Mario Kotaskas bei uns, meine Damen und Herren, ein Vorspeisenkönig, der seinesgleichen sucht. Und der kocht heute mit Sahne und Milch, Vanille, Gelatine, Datteln, Ananas, Minze, Mandeln, Schokosplitter, Zitronensaft, Wodka, Waldmeistersirup und Eiswaffeln. Das ist Dessert. Das ist Dessert, ja. Was habe ich gesagt? Vorspeise. Habe ich Vorspeise gesagt? Entschuldige. Ich bin schon so konzentriert, Horst, weißt du? Konzentriert auf diese Zutaten. Ich auch. Was meinst du? Ich bin immer noch konzentriert. Die Ananas kann man noch schön karamellisieren, oder nicht? Kann man. Würde ich jetzt machen, habe ich bei euch oft gesehen. Das würde ich pulverisieren hier. Also pulverisieren ist immer so der Ausweg, wenn man gar nichts mehr weiß. Dann macht man es ganz klein und haut es irgendwo rein. Okay. Genau. Ja, ich schau mal, also vielleicht ja auch ein Eishörnchen mit irgendwie. Schönes Ananas-Eis können wir auch machen. Ja. Also ich lasse mir was einfallen. Herrlich, aber ich sehe schon, es geht, du bist auf alle Fälle irgendwas. Geht, ne? Irgendwas geht. Aber ein Haken ist natürlich auch immer dabei. Was ist denn der Haken? Obwohl Haken ist jetzt auch übertrieben. Also finde ich auch. Ich bin jetzt im Moment halt noch gar nicht so. Also hier habe ich ein bisschen Kopfschmerzen im Moment. Ja. Weil das ist jetzt auch nicht sowas, wo man sagt, das ist unbedingt so ein Ding, was man haben muss im Dessert, sag ich jetzt mal. Aber ich muss mal weiter einen Kopf machen. Weil es so unheimlich viel Süße einfach gibt, ja, oder? Ja, es ist batschsüß und dann ist es auch von der Konsistenz her immer nicht so prickelnd. Und das ist ja mehr so mehlig. Ja. Aber vielleicht machen wir irgendwie eine Creme draus und schmieren das auf irgendwas drauf und backen es dann irgendwie über und so in die Richtung. Und dann braten wir noch irgendeinem eine über, nämlich dem Redakteur, der sich das ausgedacht hat. Das würde ich ja ganz gerne mal tun, ja? Finde ich auch, ne? Ja. In der Tat. Ich weiß, da entstehen schon so... So. Antipathien, ja. Also, herrlich, finde ich großartig. Horst macht schon mal sauber, das finde ich gut. Ja, das kann ich auf jeden Sauberkeit Fall. Sauberkeit am Arbeitsplatz, nicht unwichtig. Und Kolja geht schon direkt frisch zu Werke. Ja. Wir rufen uns noch mal in Erinnerung. Kolja, du hast hier, also Tomaten, Paprika, Gurken, Sahne, Toast, Eier in zweierlei Form, oder nicht? Ich habe nur Wachteleier. Also du hast hier nur Wachteleier, okay. Aber du hast schon mal eine Idee, was du mit dem Toast anstellst. Toastbrot, wenn Toastbrot dabei ist, das muss ja irgendwie so eine Art Hülle oder Croutons geben. Und ich werde Gemüsetramezzini machen. Ja. Gemüsetramezzini mit Kokoscappuccino. Kokoscappuccino? Ja. Probier ich mal. Kokoscappuccino, erklär mal. Schauen wir mal. Ja. Paprika, Tomate. Ja. Dankeschön. Das sind ja eher so mediterrane Zutaten. Genau. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache da so ein Gemüseragout, was dann auf die Tramezzini draufkommt. Bisschen Speck vielleicht dabei. Ich werde ein kleines Wachtelrührei machen, um das Ganze zusammenzuhalten. Super. Das wird so ein bisschen amerikanisch inspiriert.
New Orleans, da gibt es so scharfes spicy Rührei mit viel Gemüse drin. Gibt es in Spanien auch. Ah, okay. Das kommt dann auf die Tramezzini drauf. Deckel drauf. Und dazu werde ich dann mal schauen, dass ich die Sahne mit ein bisschen Honig abschmecke. Vielleicht ein bisschen Ingwer rein. Und dann haben wir sozusagen so eine Brücke asiatisch, amerikanisch. Herrlich. Südlich, Nordamerika. Das klingt nach einem richtigen Plan, Kolja. Das klingt zumindest so, ne? Ja. Lass dir noch einen netten Namen einfallen und dann werden am Ende alle denken, das war genau so gewollt. Das ist eigentlich genau so. Horst. Ja. Ist das auch so gewollt, was hier gerade stattfindet? Ja, also momentan habe ich einen Plan. Ne, das ist ja schon mal gut, dass man den generell mal hat. Also ich habe ja gesprochen, direkt Salat. Das lag so ein bisschen hier an dem Rucola, den ich gesehen habe. Ja. Aber jetzt ist das manifestiert. Es wird einen Salat geben. Und zwar mit einem grünen Spargelsalat auf Rucola-Beet mit einer Birnen-Vinaigrette. Ja. Darauf kommt die ausgebrochene Flusskrebsfleisch. Ja. Das Ganze mit ein bisschen Pecorino noch abgedeckt. Achso, die Walnüsse kommen auch noch in die Salatsoße. Da habe ich vergessen. Ja, das passt kommen aber rein. Passt wunderbar. Rein. Also Birnen, Walnüsse passt super rein. Nur mit der Schokolade bin ich noch so ein bisschen. Fremdelst du noch? Ja, weil die mit Flusskrebse, das kommt mir jetzt echt komisch vor. Aber ich werde mal gucken. Ne? Du musst ja nicht alles nehmen von der Schokolade, aber so die Hälfte wäre ganz schön. Sehr schön. Du probierst als Erster gleich, das ist schon mal klar. So. Aber du bist ja so ein großer Schokoladenfan auch. Ja. Sag mal, was war denn eigentlich, wir haben vorhin darüber gerätselt, als es noch abgedeckt war, da hat es hier ganz streng nach Käse gerochen. Oder nach, was war das denn? War das, der kann das nicht gewesen sein. Nee, mein Pecorino war da nicht. Angstschweiß vielleicht. Angstschweiß von Alfons Schubeck. Nee, das war da vorne eben. Also ja, da hinten, ne? Ja, da im Bereich von Alfons war das. Ja, aber das war, glaube ich, kein Käse, das war Fisch, oder? War das der Kabeljau? Nein. Nein, was war das? Der hier. Ach, der. Aber lass ihn doch. Der freut sich doch, wenn er da ist. Ja, absolut. Der ist ja noch nicht dran. Herrlich. So, dann schauen wir mal bei Nelson vorbei. Ja. Der, schau mal hier, schöne Handwerkskunst. Kochen zelebriert mal wieder. Ja, eigentlich also, was machst man du da gerade? Das ist das Schweinefilet, ne? Ja, genau, das ist das Schweinefilet. Und eigentlich macht man das mit dem Wetzstahl. So ein bisschen, dass man das, ich werde das gleich füllen. Ich habe hier das Brot, die alten Semmeln jetzt gewürfelt und kurz angeröstet. Ihr habt Cranberries dazu. Alles da rein, ja? Cranberries dazu, Pistazien. Und lasst das jetzt noch mal so ein bisschen angehen. Wobei, das ist jetzt, glaube ich, schon gut. Und das werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen abschmecken und dann als Füllung machen, damit das Ganze auch schön zart und saftig bleibt. Und dann wird das Ganze angebraten, kommt in den Ofen und kann dann schön langsam durchziehen. Ja. Und ja, Bohnen, klar, Bohnen gibt es als Gemüse, mit bisschen mit Tomaten. Aber Bohnen finde ich ja ganz schwer, oder? Ja, also ich finde, die Kombination ist halt schwierig, weil das ist halt so dieses Süßliche, was ja eigentlich generell gut passt zum Schwein. Das macht man auch mit Pflaumen und so, ist ja richtig und klassische Füllung. Die Cranberry ist auch so eine schöne Säure da drin, gell? Ja, oder? Säure und süß natürlich beides. Ne? Ja. Aber das andere ist ja eher so mediterran, mit den getrockneten Tomaten und mit den Bohnen und auch mit Staudensellerie. Ich hoffe mal, dass ich es noch irgendwie zusammenkriege. Ich weiß noch nicht genau wie. Ja, das sieht jetzt so pampig, ne? Oder? Ja. Ja, spannend. Spannend, spannend. Guck mal, Kolja ist auch hier mit seinen Wachteleiern, sehe ich hier, gut zugange. Ja. Gelingt das so, Kolja, wie du dir das vorgenommen hast? Ja. Bis auf die Kokosnuss, da weiß ich noch nicht so ganz, wie das wird. Aber bisher ist noch alles im Irgendwo ist der Haken Bereich. Immer. Also wenn du möchtest, tausche ich die Flusskrebse gegen Kokosnuss. Ja, lieber nicht, das dürfen wir nicht. Nelson füllt sein Schweinefilet mit... Ich habe jetzt die Füllung mal ganz kurz kalt gestellt. Okay, ich dachte jetzt, du packst da Sellerie rein oder sowas. Nee, das ist gleich für das mediterrane Bohnengemüse. Okay. Sellerie. Oh, ich liebe Sellerie, du auch? Ja, also... Ja, doch zum Dippen, doch mit so einem schönen Aioli oder sowas dabei, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Mhm. Aber jetzt mache ich halt hier diese Füllung. Hoffe ich mal, dass ich die reinbekomme. Entschuldigung. Ein bisschen abgekühlt und jetzt wirklich ganz, ganz ordinär. Wieso packst du den Kühlschrank? Ja, weil wenn die so ganz heiß ist, dann gart das ja schon von innen. Ach, okay. Und das soll natürlich nicht sein. Und deshalb habe ich so ein bisschen kurz mal abkühlen lassen. Ja. Und jetzt stopfe ich das ganz ordinär so. Ne? Ja. Das ist richtig schön hier... prall gefüllt ist und dann wird es angebraten und dann in den Ofen. Super. Also Cranberries hast du da drin, das Brot hast du drin. Mhm. Was ist das noch? Was ist hier noch? Pistazien. Ah ja, Pistazien. Ja. Irgendeine Soße, eine ich Marinade? Ich habe ein bisschen mit Calvados, also ich angeschwitzt, dann ein bisschen mit Calvados abgelöscht. Und ganz bisschen Brühe drauf. Super. Das war's. Ne? Ja, herrlich. Also,
Ja, es ist schon nicht so ganz einfach heute, muss ich ehrlich sagen. Die Bohnen machen die am meisten Kopfzerbrechen, ne? Ja, die sind wirklich, also das geht. Also das Problem ist einfach, ja, das funktioniert ja mit dem, genau. Aber das mit dem weiß ich nicht. Eben. Also, ja, das ist gemein. Notfalls, wenn es ganz schlecht läuft, Nelson, kannst du immer noch rappen für uns, da freuen wir uns auch drüber. Ja, okay, das geht auch, ja, wenn es richtig daneben geht. Ja. Also, dann schauen wir hier mal vorbei. Alfons Schubeck, der ein herrliches Risotto schon mal ansetzt, wie ich hier sehe. Ja gut, ich mache jetzt ein Risotto. Ein bisschen Safran habe ich gefunden. Pass auf. Entschuldigung. Dann habe ich hier Zitronengras. Hier habe ich einen Granatapfelsirup hingestellt. Leider, ja, leider einen süßen. Wenn ich jetzt einen salzigen gehabt hätte, dann wäre das ein bisschen leichter. Oder ja, ein bisschen einen säuerlichen. Ja gut, wir wollten es nicht zu einfach machen. Ein bisschen Balsamico finde. Ja. Zieh die noch ein bisschen runter, gib dann die Rosinen da rein, hol mir die Nüsse jetzt ein bisschen raus und crash die da hinten und gib die nachher auf den Fisch da oben drauf. Ja. Zieh diesen röstest du leicht, leicht an, leicht uralten, boah, Parmesan dann auf den Käse oben drauf. Der ist so alt, der stammt aus einer Zeit, als Jesus in Nazareth in der 4. Klasse war. Kann das sein? Nein, nein, der hat mein Alter, boah, 62. Ja, das ist auch nicht viel jünger. Ja, danke. Entschuldigung. Aber der ist gut, gell, dieser alte Parmesan? Ja, ist gut. Sehr viel Glutaminsäure. Das glaubst du, was da drin ist? Da schimpert's. Ja. Deswegen schmeckt er ja. Oh. Also Markus, ich glaube, du warst bei der Menüauswahl dabei. Na, ich schon gesagt, gibt's das nicht. Du machst für den Schubeck ein bisschen aufwendiger. Und dann mache ich, pass auf, ich mache das Risotto. Spinat, ja, habe ich auch. Ich könnte jetzt den Spinat und das Risotto ziehen, aber ich mache eine Spinatsoße außenrum. Gibt dieses leicht, vielleicht gebe ich ein bisschen Curry, damit es mehr Farbe annimmt. Gibt dieses Risotto drauf. Mhm, super. Guter Parmesan, oder? Fisch, tue ein bisschen anbraten links, rechts. Mhm. Streue oben dann die Brösel drauf. Es muss in sich ein bisschen harmonisch sein. Obwohl die Zutaten unharmonisch sind, müssen wir sie gerade biegen. Wir müssen den Fehler, den du begangen hast, aussuchen des Menüs. Und muss ja sagen, vielen Dank, Markus, bei mir ist die besonders anstrengend. Schön, dass es daneben geht, ja, da kommt es ja auf. Also das ist ja ganz einfach hier. Risotto, Champagner, was hast du noch? Zwiebeln hast du auch, oder? Zwiebeln angeschwitzt. Ja, hallo. Risotto. Es ist ja im Grunde wie ja, ein... gut, weißt du, sowas kann alles zerstören. Wer macht ein Studentenfutter auf ein Risotto drauf? Nur ein Blöder. Ja. Nur einer, der gar keine Ahnung vom Kochen hat, Markus. Ja, das ist richtig, ja. Entschuldige. Aber wir haben gedacht, ein bisschen Herausforderung muss sein. Nein, das passt alles. Schau mal hier, das sind Kartoffeln, oder? Ich weiß nicht, was sollte ich machen? Nein, das ist die Ananas, glaube ich, gell? Schau mal, das ist auch interessant. Na, sonst kannst du noch mal. Oh, das sind die verbrannten Mandeln, ja, die hier riechen. Moment, ja. Moment, oh. Moment. Wieder schön hier mit Röstaromen hier. Riechst du? Ja, schön, aber das gerade ja, hat. Aber das war ja so gewollt, ne? Nee, war es nicht. Also hier soll auch was riechen. Ich habe hier die Ananas karamellisiert, ohne Fett, einfach nur mit dem eigenen Zucker, den sie hat. Habe sie dann gewürzt mit schwarzem Pfeffer. Mhm. Das ist das, was jetzt auch so ätherisch ein bisschen aufsteigt, mhm, neben den Bittermandeln, ja, die hier, genau, drüben sind. Und dann habe ich da um die, also die Ananas haben eine Säure, der Pfeffer hat eine Schärfe und die Süße, mhm, kommt jetzt in dem Fall von diesen Datteln, die habe ich da reingehauen. Die Datteln hast du da mit rein verarbeitet? Ja, schau, da sind sie noch. Ah, okay. Jetzt werden wir das Ganze ablöschen mit einem Schuss von unserem fantastischen Wodka. Ja. Und lassen das Ganze richtig schön einsimmern, damit das so eine Art Ragout wird. Dieses Ragout, also soweit bin ich erstmal. Ja. Ja? Dann. Also erstmal. Alfons, was hältst du davon? Was macht er? Er macht hier, schau mal, diese Ananas, das ist wirklich interessant. Also jetzt sind wir beim Ananas-Ragout. Boah, ist okay. Da bist du ja, hä? So eine geschmorte Ananas. Dann wenn ich dann die Mandeln geröstet habe, werde ich so eine Art versuchen, Mandel-Minz-Pesto zu machen. Ein bisschen, ja, Minze noch mal wieder mit eingeben hier in die Ananas. Mandel und Minze passt, das geht gut zusammen? Das werden wir jetzt gleich sehen. Wird passend gemacht. Ja. Ja. Sehr gut. Ich kann mir das schon vorstellen, vielleicht mit ein bisschen Zitronenabrieb noch, dass wir so eine Art Soße kriegen. Ja. Und Horst, pass auf. Was machst du da? Pass auf, wie doll. Ja, schau mal. Nee, ich pass auf. Alles ist gut. Dafür hat er ja hier oben so Löcher, ja, vorgegeben. Ich kann da nicht hinschauen. Schau dir das an. Nee, guck weg. Akkuschrauber wäre es. Ja. Nicht gucken. Wir werden kaum zuhören. Ne? Ja, ja, nicht gucken. Ja, ja. Scheiße, das sieht gefährlich aus. Sieht gefährlich aus, ne? Aber das sieht doch auch, gerne, oder? Ist zu heiß hier? Ja, das machen wir jetzt. Oder ziehen wir einfach auf die Seite. Ist eigentlich fertig. Und ich habe schon ein Eis gemacht. Immerhin. Eis hast du gemacht? Sehr gut. Und aber ich jetzt habe ist hier der
Jetzt ist das schon noch weitgehend verflogen, ne? Oh, hier hast du auch noch was. Blätterteigteile. Vorsicht, das ist knallheiß. Ja. Blätterteig. Oh. Blätterteig. Und das will ich im Prinzip hier reinfüllen und das dann mit so einer Art... Das soll da rein. Mhm. Also die Ananas rein in den Blätterteig. Mhm. Also eine Art Ananasstrudel. Oder Ananas-Blätterteig-Täschchen. Täschchen. Und das Ganze würde ich dann gerne noch mit Eiweiß, so wie so eine Baiser-Masse, überbacken. Sehr schön. Und dann habe ich nur noch, also das ist jetzt alles, was ich schon weg habe. Dann habe ich nur noch die Schokolade und das Hörnchen. Und wenn es wirklich klappt und das Eis einigermaßen wird, also ich habe so eine Grundeismasse gemacht. Was hast du für ein Eis in Planung hier? Ja du, da stand Waldmeister-Sirup rum. Dann habe ich Vanille ist da drin, sehe ich. Vanille ist drin. Ja. Und dann ganz klassisch, also Milch und Sahne aufgekocht, eine Vanilleschote mit drin, eine Prise Salz mit rein. Ja. Dann Eier mit Zucker verschlagen. Aromaten jetzt in dem Fall Zitronenabrieb und Waldmeister-Sirup dazu. Okay. Und die Gelatine habe ich auch eingeweicht. Falls das Eis nichts wird, dann hält es vielleicht noch durch die Gelatine die Form. Und ja, somit sind wir jetzt auf der Seite. Dass aber wir diese Eismaschine, die ist ja, da kannst du ja reinschmeißen, was du willst. Wird immer Eis irgendwann. Ja, du musst halt nur aufpassen, dass, also das Grundverhältnis muss schon stimmen vom Rezept. Genau, sonst wird es zu kristallig oder sonst wird es einfach nichts. Haben wir gerade neulich drüber gesprochen. Eis ist, mit einem italienischen Eismacher erzählt, wenn das Eis nicht richtig schön cremig ist, dann liegt es daran, dass zu wenig Zucker drin ist. Das kann sein, ja. Auf der anderen Seite willst du ja nicht so viel Zucker da drin. Das ist ja, ein gutes Eis zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eben nicht so süß ist. Ne? Ja, da gibt es halt dann so ein gewisses Grundrezept, sag ich mal, wo man dann sagen kann, ich mache jetzt hier die Mitte von diesem Blätterteig raus und werde dann das hier im Prinzip benutzen, um es dann hier zu füllen. Herrlich. Ja, mal sind schauen. Wir sehr gespannt darauf. Ja, also das ist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Dass du noch mal in die Verlegenheit kommst, so richtig selber kochen zu müssen, oder? Das ist ein Wahnsinn. Das frage ich mich auch, ja. Das ist ein Wahnsinn. Du hast doch für alles deine Leute eigentlich. Ja, stimmt. Vorsicht. Schau mal, ich sag dir, es geht noch schief hier, pass auf. Nein, da geht nichts schief. Was machst du denn da? Du solltest nur nicht hinter mir stehen. Wir haben Alter. Okay. Nee, komm, wir müssen das mit ihm da machen. Wir haben getauscht. Ich mach die Flusskrebse und Horst macht dir das. Oh, ah. Schau mal, hier läuft alles über. Pass auf. Nee, ich hab's doch schon auf. Hast du es auf? Ja, sicher. Ja, Wahnsinn. Zumindest die erste Teil. Ja. Sehr gut. Nein, man muss ja erstmal zwei Löcher reinbohren. Deswegen sah das eben so spannend aus. Ja. Weil das Wasser muss ja raus. Guck mal, wie viel Kokoswasser da drin ist. Mhm. So, wenn du die vorher kaputt schlagen würdest, dann sieht es hier ganz spannend aus. Ja. So, und eigentlich mit einem großen, stabilen Messer quer drauf kloppen, dann platzt die Schale und dann kommst du ans Kokosfleisch dran. So, aber das Messer ist A, nicht groß genug, B, traut man sich im Fernsehen nicht so richtig. Ja. Ne? Und deswegen, also machst du es mit dem Plattiergerät? Ja, so ein paar Aggressionen loswerden. Ja, finde ich gut. Komm, stell dir irgendjemanden vor. Ja, Finanzamt. Ja. Geht doch! So. Ja. Herrlich. Ja, wobei die Jungs machen ja auch nur ihren Job. Ne? Ja, das musst du jetzt hinterher schieben, Schleimer. Ja, sicher das. Ja. Ist ganz wichtig. Ja. Ja. Ich finde, dein Salat macht sich hier, oder? Der ist sehr lecker. Ich habe Eberl. Darf ich mal kosten? Ja, der schmeckt mir. Da ist die Birne sehr, drin. Sehr gut. Rucola ist drin. Ja, und der gleich mit dem Pecorino, mit allem drum und also wirklich, mir schmeckt der sehr, sehr gut. Ich habe neulich in so einem Dagobert Duck-Heft die Beschimpfung Runkelvandale gelesen. Runkelvandale? Du Runkelvandale. Liest du immer noch? Ich liebe. Ja? Ich liebe wirklich Donald Duck. Finde ich auch super. Jetzt das ist großartig. Ja, super. Und noch besser finde ich, Mensch, wie heißt der wieder? Kennst du auch noch? Habe ich dir letztens das Heft geliehen. Tim und Struppi. Tim und Struppi. Obwohl, es teilweise schon hart, aber sonst. Ja. Fix und Foxy ist auch grenzwertig. Asterix und Obelix. Das ist Weltklasse. Ne? Das ist Weltklasse. Ja, aber eigentlich. Ja. Wenn man zwar vom erzieherischen Standpunkt aus betrachtet, die prügeln sich die ganze Zeit. Ja. Und dann tun sie so, als könnten 3 gegen 200 tatsächlich gewinnen. Wenn das mal einer nachmacht. Ne? Ich finde Asterix und Obelix ist großartig. Mein Lieblingssatz aus Asterix. Clever und smart. Ja, das ist auch super. Auch schön. Stimmt, ist auch schön. Super. Alfons, was hast du gelesen damals im frühen 18. Jahrhundert in Bayern? Wenig. Wenig, wir haben es erlebt.
Sehr schön. Das ist ja. Wir schön. Ja. Der hat den Römern schon damals eins auf die Fresse gegeben. Ja. So, ich bin noch am Anrichten. Ja. Das heißt, wir können meins auch je nachdem vorziehen. Lecker, ne? Ja, super ist das. Wirklich sehr, sehr gut. Ich habe übrigens mein, Kolja, weil du gerade Asterix und Obelix sagtest, mein absoluter Lieblingssatz aus Asterix. Dies ist eine böse Geschichte und böse Geschichten enden immer ohne Wildschwein. Kennst du den? Wer kann das bloß sagen? Ja, Obelix natürlich. Großartig. So, Horst ist mit seinem Salat fast fertig. Fast fertig, ne? Ja, warte, was hast du da passiert? Drin? Da hast du drin die Walnüsse gehackt. Die Birne. Die Birne fein geschnitten, weil das bot sich an. Das passt perfekt zueinander. Ja. Dann habe ich ja wunderbaren Balsamico gehabt. Genau. Öl hatte ich da. Dann habe ich ein bisschen von der Spargelbrühe mit reingetan. Ja. Salz, Pfeffer. Da rein, in die Marinade sozusagen. Ja. Die Spargelenden habe ich mit reingeschnitten, wie man hier sieht. So. Und jetzt wird das Ganze aber noch vervollständigt. Jetzt habe ich ja schon wieder reingepackt. Mein Gott im Himmel. Jetzt kommen die Flusskrebse drauf. Ja. Und kommt noch ein bisschen von der Soße auf den grünen Spargel. Den habe ich knackig blanchiert. Mhm. Und die spannende Frage steht im Raum, Horst? Das kommt jetzt. Jetzt kommt der Pecorino und die Schokolade. Genau. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. Das mit dem Pecorino können wir uns noch vorstellen. Das andere immer noch nicht so richtig. Ja, ich habe aber mittlerweile, ich habe es im Kopf. Ich weiß jetzt, wie der aussieht. Schön ein bisschen von der Soße über den Spargel geben. Ist auch große Anrichtekunst, die wir hier sehen, muss man sagen. Nicht? Da hat jemand gelacht. Ja. Nein, also jetzt mal ganz ohne Quatsch, für so schnell gemacht, glaube ich, ist ein ganz lecker Salätchen. Ja, herrlich. Ja. Aber ist auch ein schönes Essen auch hier. Ja. Das ist ein schönes Essen. Sag mal, wir ziehen dich vor, ja? Kolja, du brauchst noch einen Moment hier, ne? Ein bisschen Zeit würde ich gerne noch nehmen. Pecorino, wunderbar. Ja, so aber, kann man sich das auch noch vorstellen. Ja. So, mir ist aber eben etwas eingefallen, weil ab und zu lese ich ja nicht nur Automotorradzeitungen, sondern auch schon mal Kochbücher und Kochzeitungen. Und da habe ich gesehen, dass Herrschaften mit Schokolade ja nicht nur experimentieren, sondern wirklich sagen, das passt zu verschiedenen Dingen. Oh, jetzt pass auf. Und deswegen bin ich relativ vorsichtig. Ich wollte gerade sagen, versemmel's nicht. Nee, ich nehme nämlich die Schokolade zur Dekoration, somit hat die mit dem Geschmack nichts mehr verloren. Ist das nicht schön? Sehr gut, ja, sehr gut. Ja, weil der Rest ist nämlich super. Ja. Und ich glaube, man wird das kaputt machen jetzt, oder, mit der Schokolade. Ich meine, was doch gut zusammengehen würde, Horst, ist natürlich die Birne mit der Schokolade. Ne? Da hätte man was draus machen können. Irgendwie. Ja, aber die Birne ist ja jetzt schon in dieser wunderbaren Salatsoße. So ist es. So, ich hätte noch eine Birne übrig, aber dann wäre es ein Dessert. Ja, machen wir auch nicht. Wenn du möchtest, mache ich schnell noch ein Dessert. Ein kleines, feines Dessert. Ja. Pass auf, wir holen jetzt einmal alle zusammen, Horst. Und du überlegst dir währenddessen, oder hast du vielleicht schon getan, einen Namen für dieses schöne Gericht. Ja. Ja. Mario, Alfons, Nelson, bitte einmal zu uns. Das erste, nämlich unser Zwischengang, ist sozusagen fertig. Brauchen wir Gabel, oder? Am besten. Ja, aber ich habe hier noch eine Schüssel. Weil das. Kolja, bitte schön, für dich. Aber Kolja ist, glaube ich, auch auf dem guten Weg. Ich bin eigentlich auch gleich soweit. Ja. Ich habe schon. Alfons, kommst du mal zu uns kurz? Yes. Ihr seid alle schwer im Stress hier, gell? Also, pass auf, wir werfen einmal noch mal einen Blick. Mario, ich brauche auch. Komm. Nelson, ja. Auf dieses schöne. Ah, das ist diese Füllung, die du. Ja. Die Paste sozusagen. Ja. Gut. So, wie nennen wir das Ding, Horst? Zunächst mal. Entschuldigung. Ja, ich bin da nicht so fantasiereich wie die Kollegen, aber ich würde sagen, es ist ein Spargel-Rucola-Salat an Birne und Flusskrebs anno 1911. Hast du selber schon probiert, Horst? Ja, also den Salat habe ich eben probiert. Der Salat ist super, finde ich. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, weil der Salat gibt ja den ganzen Geschmack. Die Salatsoße gibt den Geschmack, der Spargel ist schön gegart. Alfons hat schon schön zugelangt. Also ich finde, dass diese etwas, sagen wir mal, weich gekochten Krebsschwänze. Die waren schon so. Die sind diese Wasserleichen, sich wunderbar auf diesen Salatdressing freuen.
Ja, ne? Dieses Gestrüpp, das du da draufgelegt ja. hast, an Rucola. Ja, der war da. Der war da. Ja. Aber ich finde, dass das gut schmeckt. Ganz ehrlich gesagt. Sehr gut, ne? Alfons, hättest du noch eine Idee gehabt für die Schokolade? Oder gerne noch Mario mal heißen? Schokolade, ja. Ich weiß nicht, vielleicht, ja, das wäre ja sicher ein Koch hinter den Kulissen gewesen sein, der die Herrschaften einen Ratschlag gegeben hat. Vielleicht hat der mal irgendeinen Unfall auch gehabt, das kann durchaus sein. Oder war mal verklemmter Patissier, das passiert ja auch oft. Aber es gibt halt Dinge, die mögen sich und da gibt es Dinge, naja. Ja. Ich bin auch für Farben, aber. Irgendwo hört's mal auf. Ich mein, bei mir sehe ich ja auch hier, irgendwo ist ihm die Rezeptur verrutscht. Aber bitte. Bei dir, gell? Wir bringen das schon hin mit Schärfe. Das ist so. Ja. Unbedingt. Ja. Nelson. Nelson hat richtig reingehauen. Ja. Ja. Es ist ein schöner, frischer Salat, gell? Hier. Ja, ich habe schon schlechter gegessen, auf jeden Fall. Mhm. Nee, nee, ohne Witz, es schmeckt, das war ein Lob. Also ich konnte nur, pass auf, wenn ich so Schokolade nicht mehr was sagen darf, jetzt im Ernst. Die einzige Möglichkeit wäre, ein Hauch, ganz genau, ein bisschen in die Salatsauce, eine Schokolade, so ein kleines Ripperl. Dann kriegt ihr noch mehr Volumen, aber die Säure lässt mit Balsamico ein bisschen reingehen und dann wird das funktionieren. Weil ob man jetzt Zucker mit in die Salatsauce reintut oder Honig, dann kann man auch ein bisschen Schokolade reintun. Das war. Aber eins muss ich sagen, wenn man mal die fast leeren Teller anguckt. Nee, es schmeckt wirklich. Du brauchst es nicht selber sein. Ne? Du brauchst es nicht selber sein. Wobei man sagen muss, es gibt Sternelokale, die würden aus der Menge hier noch mal 10 Portionen rausholen. Ne? Mindestens. Ja. Mindestens 10 Portionen. Locker. Locker. Wollen wir ein paar Herrschaften unseres Publikums nach vorne bitten? Haben Sie Lust, so Salat zu probieren? Wer traut sich? Komm, einmal nach vorne. Und der Rest kriegt was zum Trinken, wenn es in Ordnung ist. Ja, wer als Erster kommt, mehr als 4 verkraften wir nicht. Oh, 5, 6, 7, Lager. Kommen Sie mit, Sie waren schon auf dem Weg. Kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Guten Abend. Guten Abend. Ja, so sieht es hier bei uns vorne aus. Weil wir brauchen eh noch ein Momentchen, weil nämlich Kolja auch noch nicht so weit ist. Ja. Nelson auch nicht? Nein, nein, nein. Erst mal gucken, ob mein Herd aber gleich. Genau. 40. Es sind immer mehr geworden. Ja. Ja, endlich mal einer draus. Ne? Schön. Und? Geht's aber los. Sehr lecker. Sehr lecker? Sehr lecker. Ja. Sprech hier rein, weißt du das? Sehr lecker. Sehr lecker. Ich vorstelle, das ist meine Cousine. Deine Cousine, ja. Ja, die ist immer dabei. Ja, und sehr neutral. Ja. Sehr neutral. Ne? So, wenn du dann wieder nach hinten gehen würdest, damit der Nächste probieren kann. Haben Sie schon probiert? Ja. Wie schmeckt es Ihnen? Vorzüglich. Vorzüglich. Okay, auch Cousine? Gut. Zweiten Grades. Zweiten Grades, ja. Auch, ja. Was schmeckt Ihnen besonders? Sagen Sie es mal. Die Krabben. Oder die Flusskrebse? Ja, die hat der Lichter nicht gekocht. Die waren schon. Aber gut angemacht. Ost. Gut angemacht. Ja. Waren vorher wasserreichend, jetzt lecker. Ja, genau. Ja. Dankeschön. Herrlich. Sehr gut. Hier ist auch jede Menge drin. Probiert einfach mal ein bisschen, ja? Kostet euch durch. Oh, schau mal, lauter. Ja, da ist schon wieder einer neu. Ja, lauter. Der blaue Hemd kennst du nicht. Kennst du nicht? Nee, blaue Hemd kennst du nicht. Ja. Ist gerade neu gekommen. So. Und? Sehr lecker. Dankeschön. Ja. Also. Schön, dass Sie den Spaß mitgemacht haben. Nelson ist hier mit Kartoffelchips zugange, ne? Ja, so also ein bisschen Deko einfach nur, ne? Ein bisschen. Ehrlich. Mm. Oh. Ihr dürft den Teller übrigens mitnehmen. Wir haben das auch schon gesehen mit, diesen, mit dieser Urkartoffel, mit dieser lila Farbe. Ja, genau. Total schön. Mir geht das auch sehr gut. Ich finde Kartoffelchips einfach lecker. Machst du sowas ab und zu mal zu Hause vom Fernseher so schnell? Ja, eigentlich aber nicht, aber leicht machen, könnte oder? Man eigentlich total leicht machen. Ja. Und ja, es ist halt ist eine schöne Deko, es ist lecker, es ist gesund, oder halbwegs gesund zumindest. Ist ja, ist frisch gemacht auf jeden Fall. Auf jeden Fall selbst gemacht, ne? Eben, ja, genau. Keine komischen Stoffe drin. Genau. Also, ja, sieht auch bei mir jetzt gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Und mit den Bohnen bist du mittlerweile? Ja, also ich habe hier so ein Ragout gemacht, eben aus Staudensellerie, den getrockneten Tomaten. Und den Bohnen, da kommt jetzt noch ein bisschen Basilikum rein und ein bisschen Petersilie. Warte, ich habe ein Kartoffelpüree gemacht.
Das werde ich gleich grün färben. Horst, das ist interessant. Schau mal, die Bohnen mit getrockneten Tomaten und Sellerie, ne? Staudensellerie, genau, genau. Richtig. Ist das noch nichts groß, kein Salz dran, mal, ne? Nur mal probieren, nur mal ein Gefühl dafür kriegen. Getrockneten Tomaten, ja? Genau. Einfach so dazu. Okay. Ja, schmeckt noch nicht, ne? Ja, doch, schmeckt es ein bisschen. Bohnen. Ja. Da fehlt noch ein bisschen Wumms. Salz, bisschen Pfeffer. Das finde ich ja auch immer so geil, wenn du mit so einer, so einer sehr interessanten Frau essen gehst, das erste Mal. Und die dann dem Kellner sagt, sie möchte ein schönes Stück Fleisch, was aber möglichst nicht so fleischig schmecken soll. Ja. Das sind ja so Momente, wo du als Koch denkst, okay, ich hätte gerne einen Gast, der aber nicht so gästig ist, weißt du? Und dann auch wirklich einer da war. Schon mal einen Garten da. Horst, weißt du eigentlich, dass wir hier bei Kolja auf einen neuen Rekord zusteuern? Ich sag mal, 44 Minuten für die Vorspeise, das war nicht oft. Er hatte aber auch wirklich keine einfachen Sachen. Das stimmt. Man nicht vergessen. Und er hat es sehr aufwendig gemacht, ne, Kolja? Wenn man echt bei 44 Minuten, wie die Zeit vergeht. Kinder, wie die Zeit vergeht, ja. Schau mal. Das ist hier dein Kokossüßchen. Ja. Was hast du da drin, Kolja? Honig, die Kokosmilch, bisschen Fond, bisschen Sahne. Fond, Geflügel oder Gemüse oder was nimmst du da? Geflügel. Was da rumsteht. Geflügel. Ja, okay. Also Honig, Kokos, bisschen Sahne. Honig, Kokosmilch, bisschen Sahne, bisschen Fond, Ingwer, ja. Chili. Und machst damit was? Das gibt jetzt einen Kokos. Boah, super. Honig Cappuccino mit Tramezzini. Du hast gesagt, super. Boah. Kost mal. Oh. Oh. Darf ich ein bisschen Eis klauen, ganz schnell? Ja, natürlich. Das ist so viel. Es ist so scharf, das Zeug. Ja, das ist aber auch scharf geworden. Oh. Keine Angst. Auch scharf. Ja, jetzt hast du es schön verrührt, ne? Ja, du hast von oben weggegessen. Oh. Das ist natürlich. Ja, ich wusste nicht, dass die so scharf sind, du. Oh, das war scharf eben. Der Nelson hat ein sensationelles Kartoffelpüree da vorne stehen. Ja? Da habe ich jetzt gerade schon. Mach das nicht kaputt, Nelson. Zeig mal. Das ist so lecker. Ja. Ein bisschen. Was machst du jetzt rein? Bisschen grün färben noch. Schade. Das war eben so lecker. Ja, das wird auch gleich noch lecker sein. Und was hast du denn da drin? Warum schmeckt das so gut? Viel Butter. Oder sei ehrlich. Ja, also ich habe von dem sehr lecker. Von dem Kilo, was bei dir stand, habe ich 2/3 mir rübergenommen. Ja, Kartoffel, bisschen Butter natürlich, klar. Mhm. Salz, Pfeffer und jetzt hier noch die Kräuter, die habe ich blongiert und das gemixt. Das war diese Kräutermixtur, die wir hatten. Diese Kräutermixtur, ja. Genau, blongiert. Und die mischst du jetzt ins genau, Püree rein? Genau, das macht ja nichts. Ne? Also das sieht zwar jetzt anders aus, aber ja gut, das war aber eben ein bisschen zu dick. Findest du? Ja, ich bin ja immer, Kartoffelpüree muss schon so laufen, so ein bisschen. Fertig! Schon fertig. Aber super Kartoffelpüree. Jetzt muss ein bisschen Salz dran. Ganz herrlich. Ein bisschen Salz fehlt, aber Kolja ist fertig, schau mal. Wahnsinn, wow. Nach 46 Minuten. Ja, aber das ist eine super, super Vorspeise. Ja, manchmal dauert das Denken einfach ein bisschen länger dabei. Wie nennst du es, Kolja? Gemüse-Tramezzini mit Kokos-Cappuccino und großem Speck. Spitze. Mm. Alfons kommt schon näher, Mario brauchen wir noch und Nelson bitte auch. Ja. Einmal. Ich bin in der Scheiße, doch. Du bist gerade in der Scheiße, warum? Ja. Was ist los? Ja, so. Kochen, ne? Ja, du hast es so gesagt. Kochen. Das sagt man so. Ja, was ist denn los? Ja. Was läuft schief? Nee, alles gut, aber alles gleichzeitig. Heiß machen, Püree, nachdenken. Ja, was denn? Ja, du stehst hier so locker, ja, weißt du? Entschuldige mal. Wir sind doch da. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Ich finde das immer so schön. Es gibt nur eine Art von Sendung, in der man euch mal so richtig aus der Fassung bringen kann. Es sind genau diese Überraschungsmenüs. Selbst der Schubeck schwitzt da mal. Mario, Rott, ne? Sag mal. Hat Zündung. Hat Zündung? Ja. Ah, guck mal. Es gibt ja jetzt kein richtig und kein falsch hier. Das muss man sowieso mal sagen. Das Ding hat aber Zündung und Hier die Kokossuppe, ne? Boah, hab ich doch gesagt. Jo. Wahnsinn. Ja. Aber wenn du vielleicht jetzt, ich weiß, ich hab's noch nicht probiert. Vielleicht das probiere ich nämlich, weil ich ja vorgewarnt war. Erst ein bisschen von dem Toast. Dazu immer ein Löffelchen von der Suppe. Das nimmt die Schärfe raus, aber der Geschmack bleibt. Ist super klasse. Also, schmeckt mir jetzt gut so zusammen.
Und dann so ein Stückchen von dem Speck dabei. Ja. Weißt du, was geil ist? Also, ihr müsst es ja wissen. Ist aber kein Quatsch, was hier passiert ist. Nee. Also handwerklich nicht und auch von der Kombination zusammen ist kein Gimmick mit irgendwelchen aufgelösten Gummibärchen oder Lakritzschnecken dabei, sondern das schmeckt. Ich hab's wirklich alles benutzt. Super. Und, schöne gemüsige Füllung. Würstchen und Schinken dazu. Super. Boah, diese Suppe hat richtig Wumms, aber die schmeckt ganz toll. Ich muss gestehen, ich weiß selber nicht genau, was ich die letzten 45 Minuten gemacht habe. Aber super. Aber lecker. Also, ich sag mal so, wenn man das dem Schatz zum Frühstück macht, kann ich definitiv noch ein bisschen liegen bleiben. Ja. Aber also der Tag wird dein Freund damit. Also man muss ja Toast probieren mit der Füllung. Das schmeckt mir sehr, sehr gut. Wie erklär mal, was dir am besten schmeckt, Horst, und warum? Jo, das ist jetzt wirklich, ja, die Suppe, ja, ne, ja. Da schießt Wasser aus dem Körper, wo du gar keine Löcher hast, ne? Ja. Brutal. Brutal. Ja. Nee, also der Toast mit dieser schönen Füllung, weißt du, dieses Knackige mit dem schönen Gemüse da drin, das schmeckt mir sehr gut dazu. Ein bisschen von der Suppe. Ein bisschen. Aber deswegen haben wir auch die ganz kleinen Tassen genommen. Und die sind schon groß. Super. Lecker. Nelson, was sagst du? Das ist sehr lecker. Also, vielleicht die Suppe. Naja, also. Komm, sag's ruhig. Nein, nein. Ich hätte die von der Konsistenz vielleicht noch einen Ticken dicker gemacht. Dann fühlt sich's ein bisschen anders an. Aber vom Geschmack her ist es echt geil. Also, richtig lecker. Alfons, hast du schon probiert? Ja. Also, ich finde es weder zu scharf. Ich finde, es ist ganz toll umgesetzt. Das ist richtig geschmackvoll, die Suppe schmeckt. Gut, der Speck interessiert keinen, aber das ist gut umgesetzt. Doch. Entschuldige, der Speck interessiert jeden. Entschuldigung. Ganz ein toller Speck. Nein. Ja, ich finde das lecker dazu, das macht Spaß. Du kannst es so auf die Schnelle nicht besser umsetzen. Ja. So, dann. Aber Kolja, wenn ihr meint. Kolja, über die Sache mit der Schnelle müssen wir noch mal reden. Aber auf die Schnelle, ja. Schon klar. War es nicht, aber ganz großartig. Vor allem diese Gemüsefüllung, gell, da drin. Die Gemüsefüllung ist toll. Sag noch mal, wie du die genau gemacht hast. Ganz fein im Geschmack. Paprikawürfel, rot, gelb, grün, angeschwitzt. Mhm. Tomaten dazu, Gurkenwürfel dazu. Das lag halt nur mal alles da. In Olivenöl angeschwitzt, aber wirklich nur so 3-4 Minuten. Mhm. Aber es ist ganz wichtig, dass es dann mindestens 41 Minuten noch ruht. Ja, genau. Sehr. Kapiert? Ja. Dann ist das Rezept Wachteleier mit ein bisschen Brühe und einem ganz kleinen Schuss Sahne verrührt, dass das nicht so ein festes Rührei wird, sondern mehr wie eine Royal, wie ein Eierstich ist. Damit das Gemüse aufgegossen, ziehen lassen, gesalzen, eigentlich nur gesalzen. Ja, und dann ziehen lassen, dass das Ei richtig schön langsam durchstockt und dann eben aufgestrichen auf die in Butter gerösteten Toastbrotscheiben, die ich dann im Ofen zwischendurch warm gehalten habe. In demselben Ofen habe ich auch den Speck gekostet. In demselben Ofen hatte ich auch, was habe ich noch gemacht? Du hast mir zwischendurch noch zwischendurch habe ich die Flusskrebse. Genau. Da habe ich dann mit der Kokos geschlagen. Grandios. Grandios, Kolja. Lecker. Großes Kompliment. Ja. Wirklich. Ganz sensationell. Und was machen? Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, ne? Ja, das Schwein braucht noch. Das Schwein braucht noch ein bisschen. Das Schwein braucht noch, ja. Ja. Braucht noch ein bisschen Liebe, ein bisschen Wärme. Ja. Das Schwein schreit nach Zuneigung. Nee, durch die Füllung habe ich mich ein bisschen verschätzt. Also wenn man das anfühlt, fühlt sich total fest an. Und so fühlt sich eigentlich nur Fleisch ein, was eigentlich durch ist oder was fertig ist. Mhm. Und das ist ein bisschen, das täuscht ein bisschen. Ne? Mhm. Aber ich habe es gerade mal angeschnitten, das ist noch zu blö. Und bei Schwein muss man halt, wenn es nicht gerade ein Edelschwein ist, auch muss aufpassen. Man... Nein, also es gibt ja so Iberico und sowas, da kann man das ja rosa braten, aber bei einem normalen Hausschwein. Iberico ist ein super Fleisch, ne? Ja, ja gut, aber total lecker. Man sagt wirklich, dass Schweinefilet richtig durch sein muss. Ist ja, so ganz leichten rosa Schimmer kann es schon haben, ja. Ne? Aber das ist aber immer, schon nicht, immer, ne? Immer grenzwertig. Ne? Ich weiß nicht, ich esse auch gern mal ein Mettbrötchen. Was ist das? Das ist rohes Schweinefleisch. Ja. Warum sollte dann ein Schweinefilet nicht auch. Roh gegessen werden können. Ich meine, wer es mag. Manches Fleisch, Schweinefleisch, Entenbrust zum Beispiel, ist lustigerweise zarter, wenn es ein bisschen weiter gegart ist. Ja. Eine richtig rot gebratene Entenbrust, die fühlt sich zäh an. Zäh. Und ein rot gebratenes Schweinefilet fühlt sich zäh an. Wenn es ein bisschen weiter gebraten ist, dann ist es zarter. Das war paradoxerweise. Also, der große Meister richtet an.
München. Das sieht auch gerade sehr schön aus hier. Das hier von Mario, ne? Ja. Ja. Aber Alfons ist fertig. Also ich habe jetzt Risotto gemacht aus dem Reis. Gut, das hat doch jeder kapiert. Dann habe ich diese Schalotten hergenommen. Auch deine Lieblinge habe ich verwendet. Ja, nur zur Info. Ja. Habe aus dem Spinat eine Soße gemacht. Habe dann diesen süßen Granatapfelsirup ein bisschen einreduziert. Habe mit Balsamico abgelöscht, damit er ein bisschen eine andere Wertigkeit kriegt. Habe dann diese Nüsse ein bisschen pulverisiert. Habe sie da hinten ein bisschen angeschwitzt und gebe jetzt so zwischendurch so hier rein in diese Tomaten, in diese Sag mal, das Spinat. Ist schon eine Sensation, was du da gerade anrichtest, ne? Wahnsinn. Super. Wow, Entschuldige mal. Respekt, hä? Respekt. Wie nennen wir das, Alfons? Also das ist jetzt ein Kabeljau auf einem Gewürzrisotto, wenn man so sieht, weil ich hatte ja ein bisschen Zitronengras und ein bisschen da hinten noch ein paar Gewürze geholt, ein bisschen Curry, ein bisschen Safran. Gewürzrisotto. Erwartet man von dir gar nicht. Ja, sag ich dir ja. Aber es kommt neu jetzt, oder? Ich hätte auch sagen können, Ingwer-Risotto, aber auch der ist drin. Aber der ist ja schon überall dabei. Und die Schwierigkeit für mich war jetzt eher, diesen süßen Sirup von den Granatäpfeln zu paaren mit diesem Risotto. Und dann habe ich es eben mit Essig gemacht. Dann kriege ich da ein bisschen Wuchtigkeit rein. Und Spinat und Granatäpfel können es gut miteinander. Und dann kann es auch das Risotto und der Kabeljau soll sich gefälligst oben drauflegen und eine Ruhe geben dann, ja. Entscheidend ist, dass man da wieder die Rippen sieht bei dem Kabeljau. Das heißt, dass er genau, kann man schön sehen. Kann man das nochmal in Großaufnahme anfangen? Ist, warte mal eine Sekunde, Nelson, bevor du die Rippen endgültig ihrer eigentlichen Bestimmung zuführst, nämlich von dir gegessen zu werden. Pass auf, schau mal. Schau mal. Wow. Schön. So, und jetzt sind wir gespannt darauf zu hören, was die anderen Kollegen hier so sagen. Kolja hat schon probiert. Ja. Also wenn auf der Karte Gewürzrisotto mit Rahmspinat, Granatapfel und Kabeljau stehen würde, würde ich sagen, der Koch hat einen Vogel. Mhm. Ich auch. Ja. Aber wenn es dahinter hier so schmeckt, dann hätte ich es zwar nicht bestellt, aber es schmeckt. Aber es schmeckt gut. Und tatsächlich, das kann ich mir sogar gut vorstellen, ein Blattspinat mit Granatapfelkern drin, gell? Wo du es eben sagst. Das, ja. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ein bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen Koriander, ein bisschen Knoblauch, Ingwer rein, dann die Granatäpfel. Ich will mich ja nicht einmischen, aber wenn ich auch mal probieren dürfte. Oh. Ne? Ja, die schieben mich. Ja, die. Oh. Ja, schieben mich einfach so auf die Seite. Spinat, Granatapfel. Und essen Granatapfel sehr gut. Weißt du, wie viele Körner in so einem Granatapfel ungefähr drin sind? In so einem Granatapfel? Ich schätze 200. Bis zu 860. Oh, knapp. Knapp daneben. Ja. Sehr gut. Horst hat probiert. Schmeckt mir sehr gut. Ist aber genau, wie Kolja eben sagte, von den Bezeichnungen her so, dass man sagen würde, nö. Aber es schmeckt einfach wirklich lecker. Schmeckt mir wirklich gut. Nelson? Ja. 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 Also was ich beeindruckend finde, ist halt, dass Alfons, weil er sich halt noch ein bisschen auskennt mit Gewürzen, das schafft eben so Verbindungen zu schaffen und dann auch nicht verlegen ist, wenn das eine vielleicht mal nicht passt, dann nimmt er ein bisschen Essig her und so. Also dieses, das damit zu spielen, das ist wahre Kochkunst meiner Meinung nach und das ist hier echt schon gut. Ne? Mario, hast du schon probiert? Ja. Ich habe probiert, komme zu dem gleichen Ergebnis. Das ist ein Gericht, was auf alle Fälle sehr evolutiv ist, aber was seine Berechtigung hat. Also, was mit evolutiv? Also das hat sich irgendwie entwickelt aus Dingen. Also es wird keiner auf die Idee kommen, jetzt vielleicht von sich aus Cranberries und Granatapfelkerne mit Spinat zu paaren. Mhm. Aber wenn diese der Brücke... Der Redakteur hier. Ja, der vielleicht, ja, mit dem wir nachher noch kein Bier trinken gehen. Ja, genau. Ja. Aber wenn die Brücke dazu da ist, in Form von diesen Gewürzen, weil ich labe jetzt das Gleiche, was die anderen auch schon erzählt haben, damit geht es halt zusammen. Und deshalb finde ich das eigentlich sehr gelungen und würde durchaus sagen, das kann sich auf jeder Speisekarte sehen lassen. Ja. Bestellen würde ich es mir von Anfang an auch nicht, aber es kann sich echt sehen lassen. Das ist mal der Reis. Also, das ist so ein Amis. Hätte noch ein bisschen gebraucht, die oder? Die kommt gut. Das kommt nö. Ich mag das gern, wenn er... Ja? Nö. Ich finde ja... Ja,
der ist. Ich habe jetzt, hab jetzt vorgezogen, aber ich finde das Risotto nicht. Ich finde das sehr griffig. Ja. Aber er ist nicht zu hart. Nein, ja. Nee, war nur eine Frage. War nur eine Frage. Ich finde machst du das weicher? Ich mach's auch. Nee, ich mach's auch so. Ne? Auch so. Mhm. Auch aber so. Ist schon also wichtig beim Risotto ist ja, dass man jedes einzelne Korn merkt. Um es dann, dass man zwar nicht drauf beißen und muss, dass es knackt, aber man muss schon jedes einzelne Korn einen merken. Gewissen Widerstand Risotto spüren. Muss körnig sein und nicht schleimig. Genau. Jetzt siehst du ja, du siehst hier jedes einzelne Korn liegen, Markus. Ich sehe es ganz genau. Ich sehe es vor mir, direkt. Nein, es ist ein schön. Es ist schön, diese Körner zu sehen so. Auch ein Korn hinterher zu trinken, macht auch manchmal Sinn. Nach dem Essen, meinst du? Schwer ist und mächtig, ja. Herrlich. Also schön. Aber war eine Herausforderung, ne? Ja, das ist Süße mit dem, weißt du, du musst dann immer so, wie die sagen, Brücken schlagen. Du musst versuchen, Dinge zusammenzuführen. Und das ist, also nicht sagen, das passt nicht. Am Anfang meinte ich, dieses scheiß Studentenfutter, was hat denn das da verloren? Ja. Und der Redakteur sagte eben noch, keine Sorge, es passt alles zusammen. Oh ja, genau. Ja, ich glaube, der wird jetzt sehr spannend, was zusammenpasst. Er verarbeitet der alte Traumata, weißt du? Das war ein sehr langes Studium. Hat er gesagt, pass mal auf, Studentenfutter muss dabei sein. Alte Mensa-Zeiten, was ich 15 Jahre lang gegessen habe in meinem Soziologiestudium, in meinem nicht enden wollenden, das essen Studenten die jetzt auch. Eigentlich klasse, sozusagen nebenher naschen. Ja, super, ja, aber nicht da rein. Aber genau. Nicht da rein. So. Nein, ist natürlich also, ist Nelson, gut. Gib Gas jetzt. Toll. Wertvolle Nüsse, gute Stoffe hier drin. Bei der Arbeit. Schon. Nelson. Sollen wir hier was holen? Ja, das Schwein, das Schwein, genau. Das Schwein? Ja. Was sagt das Schwein? Das ist gut jetzt. Aber du kommst dann schon unter Druck, gell? Kommt unter Druck. Wenn du es ernst nimmst. Ja. Wenn du sagst, ist eh wurscht. Ja, aber wenn du es ernst nimmst. Ist für mich immer sehr interessant zu sehen. Also, wenn wir dieses Überraschungsmenü kochen, kommen alle normalerweise einmal richtig ins Schwitzen. Es ist nicht so entspannt wie sonst. In 50 Minuten, Markus. Ja, ich muss erst einmal dir was ausdenken. Ja, und, aber das macht euch ja auch aus, ne? Dass ihr in der Lage seid, aus irgendwas, also selbst aus schwarzer Schokolade und aus. Wow, das ist ja Wahnsinn. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, Nelson? Ja, also das Einzige, was mich ein bisschen stört, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben mit der Temperatur. Ja. Das heißt, es ist ein bisschen zu heiß und bei Fleisch ist es halt immer so, dass durch die Hitze zieht es sich zusammen. Mhm. Und wenn man das eben langsam gart, dann ist es, entspannt es sich halt mehr und ist dadurch natürlich wesentlich zarter. Aber man kann nicht alles haben. Aber jeder kann sich denken, wie es ausschauen soll. Also davon abgesehen, das sieht aber sensationell Find ich gut auch. Aus. Ja. Ist gut, gell? Also da würde ich schon mal sagen, von, allein von der Optik, wenn es auch jetzt, wenn's jetzt länger gedauert hat, als der Nelson wollte, aber auf so ein Gericht, da warte ich doch auch 2 Stunden. Ja, ja. Nelson, wie wollen wir das nennen? Super. Das ist ein gefülltes Schwein mit... Ja, ich nenne es einfach Drecksau. Alfons hat probiert und sagt was? Gut. Gut. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ich konnte jetzt sagen, schlecht ist nicht. Und wenn du in Bayern sagst, schlecht ist nicht, dann ist es gut. Ja. Und das schmeckt doch richtig gut. Also das ist doch witzig umgesetzt, auch von der Optik her finde ich es sehr schön. Mhm. Auf die Schnelle, das mit den Brotwürfeln oder was waren das überhaupt? Ja, altes Weckle wird man schauen. Ja, so eine fruchtige Semmelfüllung dort reinmachen. Ja. Super. Herausforderung. So, die Bohnen dazu, Kolja? Super. Einmalig. Und das Fleisch ist auch, das Fleisch ist zart. Ist jetzt gar nicht mal so. Ist nicht so übel? Nö. Gut umgesetzt. Lass mich schon mal ins Fleisch. Was hast du jetzt im Püree drin? Da habe ich diese ganzen Kräuter reingehauen. Genau. Also wirklich hier Basilikum, Petersilie, Krause, glatte Petersilie, Estragon. Schau mal, wie angewidert er dabei guckt, Herr Nils. Ja, also ich habe erst überlegt, ob ich eine Frankfurter Soße draus machen soll. Aber ich hatte ja keine Eier, die waren drüben bei Mario. Da konnte ich keine Eier machen. Verstehe. Schön. Horst, wie schmeckt's dir? Also ich bin erst mal fasziniert von der Optik. Das muss ich also noch mal sagen, weil das sieht wunderschön aus. Mhm. Und dieses Schweinefilet so zu füllen,
finde ich, eine grandiose Idee. Und ich finde, das passt auch zusammen, auch mit dem Brot da drin. Das Kartoffelpüree, ich bin ja ein ganz großer Kartoffelliebhaber und Püree kann ich mich ja mit satt essen. Finde ich eine irre Idee, super, aus Kräutern im Prinzip die einreduzieren zu lassen, um dann damit zu färben und nochmal einen ganz anderen Geschmack reinzukriegen. Kartoffelchips sowieso schön. Und die Bohnen, die sind gar nicht so erzählt worden, das schmeckt mir sehr lecker. Ja, und das so, dann, dass die Bohnen gar nicht mehr übergewichtig sind bei dem gesamten Gericht, das ist natürlich dann wieder gekonnt. Also man merkt schon, die Jungs haben ihre Sterne nicht aus Versehen bekommen. Ne? Crazy. Mario? Ich habe jetzt immer das Pech, dass ich als Letzter komme. Es ist dann immer alles schon gesagt, aber klar, Optik und Geschmack gehen hier wirklich toll überein. Und ja, Drecksau, Drecksgeil, was willst du da jetzt sagen? Das ist toll. nee, das ist, nur Wasser. Da kocht nur Wasser. Okay. Nee, das ist super. Absolut. Kolja, du warst noch nicht dran, oder? Doch, ich habe also, genau. Entschuldigung. Erstes. Ja, herrlich. Mein Wohlgefallen ausgesetzt. Wunderbar. Ja. Nicht? Ja, ich bin immer wieder baff erstaunt, wenn ich diese Zutatenliste am Anfang da vortrage. Denke ich mal, mein Gott, was soll das bloß geben? Und am Ende haben wir jedes Mal wieder das Gefühl, wir haben gut gegessen. Also insofern, nicht fantastisch. Das Gefühl, wir haben gut gegessen immer, ne? Ach, guck mal, mit dem Eis, das ist auch so schön. Ah, schau mal, so hat er sich das gedacht. Aha. Sehr schön. Also, was ist das jetzt? Ich bin ein großer Fan von Dingen Zweck zu entfremden. Also ja, dann eine ganze Idee, Zuckertüte als Eisständer ist super. Es gab nichts anderes, ja genau. Das ist das Waldmeister-Eis, ne? Ja, wobei man sich den Waldmeister da irgendwie da hinzudenken muss. Also, der ist ein bisschen wenig von der Menge. Ja, Vanille ist. Ist es mehr, ja, es kommt eher so die Vanille durch. Mhm. Ich habe es mit dem Waldmeister-Sirup abgeschmeckt. Mhm. Der kommt aber ein bisschen platt oder ein bisschen wenig. Cool. Achso, ich dachte, du wolltest mir halt geben. Und Zitronenabrieb habe ich noch drin und es ist eigentlich ganz schön frisch geworden. Also vom. Was soll man jetzt machen? Wir sind zu sechst. Ja, Moment, hier kommt ja auch noch was hin. Weißt du, konntest du ich habe eins gegessen. Ich kann ich dachte, jeder leckt einmal an jetzt hier. Nee, so wollten wir es nicht machen. Nein. Dann haben wir aus der Ananas. Genau, hast und du. Und den blöden Datteln, habe ich die Füllung gemacht. Die habe ich dann mit irgendwie so einem Curry, der hier rumstand, gewürzt. Das ist leider sehr scharf geworden. Das ist hier drin und dann ist es mit in diesem Blätterteig-Täschchen. Und dann ist es überbacken mit Eiweiß, mit so einer, wie sagt man, mit so einer Beseemasse. So, okay. Warm wäre es natürlich noch toll. Auch ist es aber nicht. Okay. Und dann haben wir, was war denn noch so Fieses drin? Also die Ananas ist drin, die Datteln sind drin, die Minze ist zur Pesto geworden mit den gerösteten Mandeln. Mhm. Oder zumindest einem Teil der gerösteten Mandeln. Die Minze ist zu Pesto geworden, ist super. die Ananas noch mal geschmort. Aber ich finde die Schärfe gut. Die Schärfe wo? In der Ananas? Na, die Schärfe probier in dem Pesto. Finde ich gut. Aber probier mal das Törtchen. Du darfst nicht vergessen, sobald du Eis isst, das ist fettig, geht die Schärfe wieder weg. Wo drin? Weil es scharf ist. Ja. Hey, du musst das Törtchen essen. Ich hab da irgendwo auch noch was von diesem Ragout. Ah, das ist super, ist das. Das ist sensationell. Wahnsinn. In dem Törtchen drin. Was ist das Törtchen drin? Die Datteln. Diese scharfe Ananas mit den Datteln. Und wenn ich jetzt diese Pfanne finde. Mario, wie nennen wir es? Hammer. Hammer. Hammer? Wir nennen es Hammer. Ananas Hammer. 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 Aber jetzt ganz ohne die Ananas hier mit dem Pesto. Ja, genial. Oh. Krass. Alter Schwede. Das Törtchen müsst ihr aber auch mal. Das Törtchen, also wenn du auf scharf stehst, musst du das Törtchen jetzt essen. Das Törtchen ist ja scharf. Scharfes Törtchen. Ich finde es auch nicht so scharf. Ich habe es vorhin pur probiert. Ja, aber ich finde es nicht so scharf. Ich finde es auch gar nicht so scharf. Ihr habt alle schon meine Suppe getrunken. Ist richtig. Ich helfe dir mal schön. Danke, nicht so scharf, Markus. Na, finde ich auch nicht. Dann nenn es doch einfach scharfes Törtchen. Ja. Ist auch ein Ananas scharfes Törtchen. Ananas scharfes Törtchen. Super lecker, echt. Auch genial. Ja, also Kompliment. Zusammenspiel. Also passt richtig gut. Die Schokostreusel da drauf, die untermauern das Ganze. Ja, genau. Ganz toll. Die Schokostreusel. Alfons, was sagst du? Bist auch so ein Patissier, ein Heimlicher? Ich finde es für die Zeit, die er gehabt hat, das zu machen, sind es zwei in sich stimmige Desserts, wenn nicht drei. Das da kannst du wunderbar dazu essen. Das Eis nehmen wir jetzt einmal raus, das schmeckt sowieso gut. Und das, dieses Datteltörtchen, dieses Dattel-Chili-Törtchen, wie auch immer das nennen magst, das ist super. Ja, Kompliment. Stimmt. Und das wäre jetzt ein Gericht, das würde ich mir auch bestellen. Bestellen, ne? Habe ich auch gerade gedacht. Wenn das jetzt so auf der Karte stünde, Datteltörtchen mit Chili und Vanilleeis, das würde ich mir so vorstellen und so würde ich es auch essen. Und gerne essen?
Ja, ich habe ja auch schon gesagt, ich finde es total, total lecker. Ich hau jetzt noch mal rein und genieße noch ein bisschen. Also, Prost. Ja. Großen Respekt habe ich davor, dass er ein Eis mal eben aus der Hüfte hier weggeschossen hat. Nämlich dafür braucht man eigentlich schon so ein bisschen abgewogene Zutaten und muss wissen, was man macht. Und er hat hier nur ganz viele Zutaten und macht mal eben ein sensationell leckeres Eis. Törtchen für mich sowieso, Granate. Das Pesto muss ich unbedingt gleich wissen, wie du gemacht hast. Ja, das ist super. Die Schokostreusel hätte ich an deiner Stelle einfach fallen lassen. Ja. Mario. Nee? Pesto, hast du schon erzählt, wie wir das gemacht haben? Also mal ganz kurz das Mandeln, Pesto. Also erst die Mandeln verbrennen lassen, dann davon die unverbrannten raussuchen. Ja. Minze, Puderzucker, dann die gehackten Mandeln, ein Schuss neutrales Öl, Puderzucker und Zitronensaft ist ein bisschen dran. Also super. Das ist ganz toll. Also siehst du, also das ist siehst du mal, das siehst du mal, die Minze, ja, die Minze, toller Geschmackssäcker. Ja. Wir verwenden viel zu wenig Minze. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Minzpesto ist für mich der absolute Highlight hier an der ganzen Liste. Ja, Minzpesto. Das ist aus der letzten Not entstanden. Komisch. Ganz ehrlich, also das ist für mich wirklich das Highlight von dem Dessert. Also. Weil mit der Ananas, weißt du, da kommst du irgendwo vielleicht alles drauf. Aber die Minzpesto, geil. Alfons sagt gerade, der belegt dafür, dass wir zu wenig Minze verkochen. Würdet ihr noch mal euch auf so ein Überraschungsmenü einlassen? Auch mit Blick auf das, was ihr heute so, mal so, es wird uns wieder treffen. Oh. Wir haben da, glaube ich, gar nichts zu sagen. Mann, ne? Ich auch nicht. Insofern, es wird gut, wie der Kölner sagt. Und das ist noch immer Jod gegangen. So, also, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Mario Horst, bei Nelson, bei Kolja natürlich und bei Alfons Schubeck. Herzlichen Dank. Es war ganz, ganz toll. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Nächsten Freitag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank euch.